Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich befinde mich wieder in meiner Kategorie Card Sketches und immer noch bei der Variante 1. Mittlerweile habt ihr ja bestimmt schon ein paar andere Vorschläge Layouts gesehen, da komme ich aber auch irgendwann noch dazu. Alles hier oben in der Playlist verlinkt und ich bin so im Herbst Bastelfieber und für das nächste Projekt habe ich mir rausgesucht. Einmal hier von Darfcraft, so Blumen. Ich denke mal, ein bisschen grenzwertig vielleicht am Herbst, aber ich dachte mir, weil das ziemlich dunkle Paper, also Papierblumen sind, muss ich mal gucken. Dann, oh, jetzt habe ich mich verschluckt, habt ihr das gehört? Dann habe ich hier diesen Schriftzug Big Smile und ich habe mir hier das Fahrrad rausgesucht. Das waren Ausstanzungen vom Etchma, da gab es so coole große Verpackungen. Aber hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also die brechen sehr schnell. Und dann habe ich mir gedacht, weil Fahrradfahren und wenn man eine Karte gestaltet für draußen, müsste irgendwie was Naturmäßiges hin. Und von daher mache ich mal eine düstere Karte und werde hier den Baumstamm nehmen. Oder die Rinde. Ne? Man sieht ja eine Rinde. Und ich glaube, das würde am besten passen. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Ja, da machen sich die Blumen am besten drauf. Also ich nehme hier diese Baumrinde. So, ich weiß noch nicht richtig, ob ich dann noch was benötige. Kann sein. Ne, ich habe die Papierblumen, da werde ich keine Blätter nehmen. Das beißt sich, also können die schon mal weg. Und dann muss ich mal gucken, was herauskommt. Ich brauche ja auch noch, was ich hier hinten so lang machen könnte. Ich brauche ja den Tag. Ich brauche das und ich brauche das. Das soll die Papierblume werden. Also das soll diesmal das Haupt werden. Ich brauche den Tag, den ersetze ich vielleicht. Muss ich mal gucken. Also ich fange erstmal an. Ich nehme ja eine quadratische Karte. Habe ich noch eine da liegen? Ja. Ich nehme auch wieder Craftpapier, einfach weil es schön passt. Und ich mache mir jetzt den Baumstamm hier drauf, werde aber links, rechts, oben, unten wieder so einen kleinen Rand lassen. Und dann gucke ich mal, wie ich das Ganze zusammenfüge. Ich kann euch noch nicht mehr sagen, weil das dann im Basteln kommt. Vielleicht verwende ich noch die Washi-Sheets. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich brauche ja noch meinen Tag. Ich brauche noch meinen Tag. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich den mache. Es könnte ja auch Kork. Das könnte ich auch machen. Von Folia mein Kork. Das könnte ich auch machen. Okay, also ich fange mal an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und dann bin ich selber mal gespannt, was am Ende herauskommt.
So, ihr Lieben, Karte ist fertig. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, ich habe mich an die Vorgaben gehalten. Das Rote ist hier dieses Durchsichtige, ne, wo man durchgucken kann. Den Tag, da habe ich hier das von Folia, das Kork genommen. Das Runde ist die Blume. Das Ding habe ich hier unten und ich wollte das Fahrrad unbedingt jetzt nehmen. Also man muss halt gucken, vielleicht ist es jemand, der gerne Fahrrad fährt. Ne? Vielleicht macht man einen Gutschein rein für, keine Ahnung, ein Wochenende, wo man halt viel Fahrrad fährt oder so. Ne? Gibt es ja bestimmte Wellnesshotels und so. Also das ist alles nur immer eine Vorgabe. Und ich bin, ja, es macht mir so viel Spaß, jetzt meine Materialien, die ich habe, zu verbasteln. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, das ist die nächste Karte für Cardsketch Nummer 1. Und dann war es das heute von mir. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bleibt schön kreativ, werdet kreativ. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Katrin.